Ja, hallo erstmal. Ja, nachdem sich mir einige Leute auf mein Video einen Kommentar haben einfallen lassen, mit dem sie ja im Grunde auch recht haben, ich laufe hier mit einer Fackel durch die Gegend und ärgere mich über meine Hungerrate. Dabei könnte ich es ja ein bisschen einfacher haben. Das ist ja nicht so, als hätte ich nicht die Möglichkeiten. Aus diesem Grund werde ich mir jetzt erstmal eine Laterne machen. Dann habe ich das Ding abgefrühstückt, beziehungsweise ich habe dann zumindest erstmal keine Fackel mehr, die mir ständig im Wasser ausgehen kann. Ich habe bisher natürlich ein bisschen das Ganze ruhen lassen, weil diese Schmiedearbeiten und so weiter, das ist alles für mich jetzt erstmal nicht so ganz wichtig gewesen. Ich meine, ich habe Feuer, ich habe die Möglichkeit, mir Licht zu machen, eine Lichtquelle. Da muss ich jetzt nicht zwingend eine Laterne haben. Aber es ist ja auch nicht ganz unrichtig, also nicht ganz falsch, dass, also es ist schon richtig, dass ich natürlich auch sehen muss, wo ich mit meiner Nahrung und meinen Verbräuchen bleibe. Aber so, das ist ja jetzt im Plus und ich mache mir jetzt schnell mal eine Platte. Dann habe ich das nämlich auch hinter mir. Ich sehe schon, ich darf mir auch nicht mehr allzu viel Zeit mit einer automatischen Schmiede machen lassen. So, das wollte ich sagen. Lassen. Zeit lassen. So. Zack, 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 zack. Ah, das war blöd. So, zack, zack, zack. Den mal schnell wieder hochholen. Und dann kriegen wir das hier in den Griff. So, das war Nummer uno, also eine Seite. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch hierhin noch machen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. Dann haben wir das auch fertig. Ja, schön. Den rein nach da. Dann haben wir das auch voll. Zwei hin, okay.
Okay. Eins. Zwei. Yo. Das sieht gut aus. Ja, also, wir sind auf dem besten Wege. Ein funktionierendes Beleuchtungssystem zu haben. Für uns selbst. Yippie. Ja, zum Schmieden. Mir ist gerade auf und eingefallen. Ich habe einen Tipp bekommen bezüglich meines Gameplays. Ich spiele 100% Vanilla aktuell. Das heißt, ich habe keine Mods oder sonst irgendwas an Unterstützung installiert, weil ich das mache ich ein Stück weit mit Absicht. Ich bin kein Mod-Hasser oder so, aber ich bin auch kein Freund davon, falsche Sachen zu zeigen. Also falsch im Sinne von Funktionen, die in der ursprünglichsten Variante des Spiels nicht vorhanden sind. So, das klingt jetzt erstmal voll komisch, aber wenn man drüber nachdenkt, wenn ein Spieler neu beginnt, dann hat er einfach ja nur dieses Spiel gekauft und nicht irgendwie gleich irgendwelche Installationen mit dabei. Und mein Anliegen ist es ja eigentlich in erster Linie bei den für Anfängersachen natürlich auf jeden Fall zu 100% den Anfängern Support zu leisten und ihnen Handreichung zu geben, aber auch im weiteren Verlauf, wenn man, wenn sich Spieler, die neu anfangen und dann einfach in das Let's Play schauen, dass sie sich ein Stück weit wiederfinden, wenn sie neue Sachen haben. Und simsalabim, jetzt haben wir eine Laterne. Ja, deswegen spiele ich eigentlich Vanilla. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, beim Schmieden hat man häufig Abfallprodukte beim Metall. Und es gibt Mods, die genau darauf abzielen, die entsprechend dann nämlich den Abfall wieder aufnehmen, dass man ihn quasi weiterverwerten kann. Ja, darauf wollte ich hinaus. Vielen Dank an der Stelle für die Information aus der Community. Fand ich gut. Ich persönlich habe mich jetzt auch noch nicht wirklich mit irgendwelchen anderen Nebensachen befasst. Ich weiß, dass welche gibt. Ich habe mir jetzt nur, wie gesagt, nicht genau angeschaut, was für Funktionen die haben, beziehungsweise was die verbessern könnten oder unterstützen könnten. Verbessern ist ja immer so eine Sache für sich. Okay. Das dauert hier noch. Ja. Gut. Ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter die Schweine umziehen. Das will ich aber nicht. Achso, ich wollte hier einmal reingucken. Es ist echt nur noch dieser eine Bock da, ne? Unglaublich. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Aber ich kann es nicht ändern. Weg ist weg. Können wir hoffen, dass
so in absehbarer Zeit. Sich da wieder Viecher einfangen, einsammeln. Ansammeln, so, nicht ein, an. Ja, manchmal habe ich es mit meinem Sprachzentrum. Das ist schon blöd. Ja, es könnte natürlich sein, dass sie echt stumpf abgehauen sind. Das ist echt nicht auszuschließen. Ja. Hat schon wieder jemand Hunger haben. So. Ein Ei. Nehmen wir doch mal mit, wa? So, ja. Ja, Hühnerfang ist auch nicht leicht. Weder im RL noch im Spiel. Aber das tue ich mir jetzt nicht an, das weiße Huhn zu suchen im Schnee. Da habe ich jetzt nur wirklich keine Böcke drauf. Ja, das war die Geschichte ja hier mit meinen Viechern. Ärgerlich, ärgerlich, aber nicht zu ändern. Ja, auf die Mods bin ich mal eingegangen. Das ist einfach nur mal so eine Randinformation. Das sind einfach so hier und da ein paar Kniffe. Wie gesagt, ich bin da kein Gegner von. Aber das müssen alles Sachen sein, die müssen dann auch zur Sache passen. Und wenn ich das so einfach so vor mich hinspiele, dann ist das eine völlig geile Sache, gar kein Thema, da bin ich auch bei. Nur wenn ich dann sowas hier mache, dann, wie gesagt, ich möchte dann einfach ein bisschen näher an dem dran sein, was den User tatsächlich erwartet. Gut, man kann jetzt noch argumentieren und das wäre auch nicht falsch, wenn man sagt, ja, aber wenn man schon neue Sachen vorstellen möchte oder Support leisten möchte, dann könnte man das ja wohl auch als Support-Dienstleistung betrachten, wenn man das einfach mit in sein Spiel integriert, um den Spieler ja, das Ganze so ein bisschen schmackhaft zu machen. Ja, sehe ich auch so. Ist eine Möglichkeit, das so zu betrachten. Und ich will ja auch gar nicht ausschließen, dass ich das nicht irgendwann auch mal mit einbringe. Aber aus dem heutigen Stand sehe ich da jetzt nicht den Bedarf für. Ich sehe da eigentlich eher erstmal die ganzen Neuerungen. Wir sind jetzt wieder geupdatet worden ohne Ende. Was ich total geil finde, also nicht, dass das falsch verstanden wird, das ist keine negative Aussage, sondern ich bin total froh, dass wieder Updates gekommen sind. Wir haben jetzt viele Sachen dazu bekommen, die müssen wir erstmal auf die Kette kriegen. Und solange das so ist, sehe ich wirklich die Priorität,
beim Gameplay und nicht beim Game Support. Also beim Drumherum. Ne? Das ist einfach mal so. Da bitte ich, falls da jemand anderer Meinung sein sollte, kann er sich gerne dazu echt mal äußern. Würde mich auch interessieren. Das vielleicht verändert das ja auch meine Sichtweise. Deswegen finde ich Feedback und Kommentare eigentlich immer sehr wertvoll, weil es ist ein Austausch da. Anders als im Stream habe ich ja hier nun mal nicht die Möglichkeit, einen Chat direkt zu betreiben. Sondern ich nehme das ja jetzt auf und das wird hochgeladen und zu einem anderen Zeitpunkt als zur Aufnahme in der Regel dann geschaut bzw. überhaupt veröffentlicht. Was will ich sagen? Es gibt keine Interaktion, keine direkte Interaktion. Die einzige Interaktion, die stattfinden kann, ist halt über einen Kommentar. Das bedauere ich ein bisschen. Ja klar, man könnte jetzt sagen, man könnte regelmäßig Discorden oder einen Chat integrieren oder ähnliches in das Ganze. Ist korrekt. Ist aber auch wiederum schwierig, weil ich dadurch gezwungen bin, feste Zeiten zu einzuführen. Das heißt, diese festen Zeiten betreffen die User. Gut, die können nachschauen. Also wenn man es gleichzeitig mit aufnimmt und dann einstellt, dann könnte man das nachschauen. Aber ich als Produzent kann dann eigentlich nur den Stream machen und den zu einer festen Zeit machen oder aber regelmäßig im Chat zu bestimmten Zeiten aufrocken oder zu vereinbarten. Regelmäßig ist ja sowieso sinnvoll, aber es muss ja nicht unbedingt immer dieselbe Uhrzeit sein, aber es muss eine vereinbarte Uhrzeit sein, sonst ist der eine um 7 Uhr da und der andere um 18 Uhr. Das macht ja auch keinen Sinn. Ja, und in dem Zuge ist es dann natürlich ja schwierig, weil ich momentaner Stand mich eigentlich noch nicht so festlegen möchte auf Zeiten. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich die Aufnahmen durchführen kann, wann ich einfach Zeit habe, wann ich einfach Luft habe und nicht darauf achten muss, dass es community-konform stattfindet. Was nicht heißt, dass ich da nicht bereit zu wäre, aber es ist einfach momentan nicht absehbar, dass ich das hinkriege. Und deswegen würde ich sagen, bleibt eigentlich nur der Weg über die Kommentarfunktion. Erst einmal. Ich sehe schon, mir wird kalt. Ja. Aber das ist ja auch jetzt erstmal gar nicht so wild. Ich habe zwischendurch ein bisschen Futter gefunden, was Tolles. Achso, das Ei könnte auch da rein. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt gerade. Ich hatte zwei alte Eier hier drin, die waren noch, weiß ich nicht, 2,5 Tage frisch. Und ich habe ja jetzt ein ganz neues gefunden. Das war 13 Tage. Wenn man ein ganz neues in alte Sachen packt, dann wird der Durchschnitt der Verderblichkeit berechnet. Also das heißt, ich habe jetzt 6 Tage wieder Ruhe, bis die Eier verderben. Das nur mal so am Rande. Das ist auch bei Obst so und Ähnlichem. Da verändert sich dann auch wieder die Haltbarkeitzeit, wenn man was hinzufügt.
was frisch ist. Gut. Ich danke fürs dabei gewesen sein. Für heute soll es das gewesen sein. Wie immer, wenn es gefallen hat, Like, Abo, Kommentar hinterlassen. Und ich würde sagen, bleibt mir erhalten. Bleibt gesund. Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüssikowski.